Vertreibung, Ausgrenzung und Diskriminierung. Das war die Realität der Juden in Europa. Über Jahrhunderte hinweg wurden sie verfolgt, bis sie systematisch getötet wurden. Der Holocaust, ein weiterer Schandfleck in der Geschichte des barbarischen westlichen Mannes. Sie machten nicht Halt bei der Ausrottung der Ureinwohner Amerikas oder der Versklavung der Afrikaner, welche sie auf unmenschlichste Art und Weise wie Ware in Schiffe verfrachteten. Nein, sie sind stolz darauf und bewahren bis heute die Skelette ihrer Opfer auf. All diese Völkermorde und Untaten bleiben unkommentiert und vergraben. Solange es ihren eigenen Interessen dient, wird alles legitimiert. So sprach man plötzlich davon, dass die Juden einen Platz brauchen, an dem sie sicher und in Frieden leben könnten. Ein Ort für die Menschen, die jahrhundertelang von ihnen verfolgt und ermordet wurden. Doch ging es ihnen wirklich um das Wohl der Juden? Der klar denkende Mensch erkennt schnell, dass hinter der Gründung des Staates Israel etwas anderes stecken muss als das Wohl einer Minderheit. Weshalb sonst würde England dieses Projekt unterstützen, wenn nicht für die eigenen Interessen? So sagte der Vater des Zionismus, Theodor Herzl: Ihr werdet sehen, die Zeit wird kommen, in der England alles in seiner Macht Stehende tun wird, um uns Palästina für die Gründung eines zionistischen Staates zu überlassen. Diese Worte richtete er an seine Genossen, bevor er 1904 starb. Die Idee eines israelischen Staates fand seinen Ursprung bereits im 19. Jahrhundert, über 100 Jahre vor dem Holocaust. An dieser Stelle wird deutlich, dass es sich bei der Gründung Israels nicht um einen Akt der Wiedergutmachung handelt, sondern um einen kolonialen Plan des British Empire. Durch innere Unruhen, angetrieben von den Jungtürken, die durch England unterstützt wurden, war das osmanische Kalifat geschwächt. Sie waren nicht mehr imstande, Palästina vor den Besatzern zu verteidigen. Die geopolitische und militärisch-strategische Rolle Palästinas war für die Engländer von höchster Wichtigkeit, sodass sie es, nachdem sie das osmanische Kalifat aus dieser Region entmachteten, keinesfalls unbeaufsichtigt lassen durften. Auch würde der Suezkanal den Engländern ermöglichen, ihre Waren zwischen der indischen Kolonie und dem britischen Empire auf der bestmöglichen Route zu befördern. Das zionistisch-koloniale Projekt, welches den Briten Jahrzehnte zuvor bekannt war, hatte nun das Potenzial, im Interesse der Briten verwirklicht zu werden. So begann das britisch-israelische Bündnis. Dr. Chaim Weizmann, welcher bald der erste Präsident Israels werden sollte, wurde durch Herbert Samuel gefördert. Er machte ihn mit diversen politischen Persönlichkeiten bekannt. Dadurch entstanden Verbindungen zu Lloyd George und Winston Churchill. Die Idee von einem britischen Protektorat, also ein unter britischem Schutz stehendes Israel auf palästinensischem Boden, traf auf große Zustimmung in der britischen Führung. 1914, noch lange vor dem Holocaust, haben die Briten die Vorteile darin erkannt, ihren Einfluss im Nahen Osten durch den zionistischen Staat zu verwurzeln. So sagte Sykes schon damals: Aus rein britischer Sicht könnte eine wohlhabende jüdische Bevölkerung in Palästina, die ihre Entstehung der britischen Politik verdankt, ein unschätzbarer Wert für die Verteidigung des Suezkanals und eine Station für künftige Flugrouten sein. Unter dem verlogenen Motto »Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land« tat man so, als ob die Gründung des Staates auf unbewohntem Boden und friedlich stattfinden würde. In Wahrheit begann jedoch die Invasion Palästinas und eine Nakba folgte der anderen. Hunderttausende Muslime in Palästina wurden massakriert, verfolgt und vertrieben. Bis zum heutigen Tag wird dieses teuflische Projekt vorangetrieben. Nach dem Fall der britischen Weltmacht haben die Amerikaner das Projekt übernommen. So sagte Joe Biden bereits damals: Es ist die beste 3 Milliarden Dollar Investition, die wir gemacht haben. Würde es kein Israel geben, würde die USA ein Israel errichten, um ihre Interessen in der Region zu schützen. Wir dürfen den verlogenen Worten des westlichen Mannes keinen Funken Vertrauen schenken. Weder handeln sie im Interesse der Menschen, geschweige denn im Interesse der leidenden Muslime in Palästina. Daran hat sich auch heute nichts geändert. Stillschweigend akzeptieren sie die Gräueltaten Israels
um den Willen der Muslime zu brechen und ihre sogenannte Zwei-Staaten-Lösung zu präsentieren. Seid wachsam! Sie hatten stets Hintergedanken und nur ihren eigenen Nutzen im Sinn. So dient die Zwei-Staaten-Lösung auch nur ihren eigenen Interessen. Weshalb sonst würden sie darauf bestehen? Weil sie etwa den Muslimen etwas Gutes wollen? Wir dürfen ihre Idee, der angeblich für Frieden in der Region sorgen soll, nicht vertrauen. Sie sind doch diejenigen, welche die gesamte Welt belügen, indem sie sagen, Israel begeht keinen Völkermord. Sie haben ein Recht darauf, sich zu verteidigen. Sie sehen die Bilder der ermordeten Kinder. Sie hören die Schreie unter den Trümmern. Und doch fühlen sie nicht das Geringste. Das Einzige, was ihr Herz höher schlagen lässt, ist ihr eigener Vorteil. Möge Allah ihre Hinterhältigkeit weiter offenlegen. Und mögen die Muslime niemanden als ihren Helfer akzeptieren, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.